Willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und dem Spiel Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Ja, wir sind zuletzt in Hello Bastion angekommen. Die Stadt hat sich deutlich verändert. Und ja, bevor wir ausgemacht haben, haben wir dann noch hier unsere alte Truppe von früher kennengelernt. Ach, der folgt mir ja sogar. Sid, Aris, hab ich kennengelernt gesagt, wiedergesehen. Yuffie, Meister Merlin sogar. Und Leon. Merlin hat uns dann noch einen Zauber beigebracht. Und ja, von Yuffie, von Aris haben wir dann noch ein paar Mitgliedskarten bekommen, das uns als Wiederaufbaukomitee betitelt. Wahrscheinlich wird uns das irgendwo dann auch Zugang gewähren. Und jetzt sollten wir uns mit Leon am Bahnhof, am Außenbahnhof treffen. Die Stadt hat nämlich wieder ein kleines Herzlosenproblem und neu hinzugekommen, auch die Niemande. Fällt mir ein, ich hatte letztes Mal... Oh, das ist ja praktisch. Ach, erst bei 0. Das kann man konfigurieren, okay. Unter Einstellungen Sora auswählen, ein Zauberspruch und MP-Aufladung. Okay. Sora. So, jetzt könnte ich das mal machen. Das eine Item. Benutzen für Sora. Weil... Dann kann ich jetzt nämlich Combo Boost ausrüsten. Mehr Schaden für den Abschlussangriff. Einstellungen Sora. So, jetzt haben wir es. MP-Aufladung für Eis. Werden mit diesem Spruch die restlichen MP aufgebracht, erfolgt die MP-Aufladung. Eine Weile darauf sind die MP wieder aufgeladen. Das gilt nur für einen, oder was? Wenn ich jetzt noch zwei Zauber habe, muss das dann mit dem jeweiligen... mein Mana leer gemacht werden, in dem Fall dann für Eis, damit ich generell wieder Aufladung kriege. So verstehe ich das jetzt zumindest. Ah, hier können wir was aussuchen. Mit seiner individuellen Kampftechnik. Auf Soras Ziel, nahe bei Sora, auf ein anderes Ziel. Aha. Quasi die KI stellen wir jetzt ein. Am liebsten, eigentlich würde ich ja sagen, ein anderes Ziel. Sind wir natürlich schneller. Und auf denselben, dann würde er ja mir auch immer hinterher dackeln. So, was machen... Ach halt, das war Donald. Ich dachte, das war Goofy. Nee, er soll Stratege sein. Und Donald kann bisher Blitz und Vita. Unterstützt ihn andersweitig, heißt mehr auf Heilung oder was? Andere Buffs, na doch, Aero haben wir ja dann noch später. Kämpft nahe bei Sora. Da lasse ich einfach mal individuell drin. Na gut. Wenn man das so sieht, könnte das auch ein Keller beim Olymp sein. Look at that. Alter. We want to restore Hollow Bastion to what it used to be. Who knows? Maybe even something better. There's still a lot to do. But I'm sure we can handle everything. Except for that. Warum ist das so in der Finsternis versunken? Wir haben noch Malefiz besiegt. That.
We'll handle him. Well, that's good to hear. So, Sora, do you know what's going on then? There's this guy, Pete, who's been going around plotting with the Heartless. But he's not smart enough to tie his own shoes. The ones we need to worry about are the nobodies. Hambo's Organization 13 guy's in charge, too. You called? You're doing well. Who's that? This calls for a celebration. Zora, it's a trap. Okay, das Verteidigungssystem. Wow, was sind die Doofen wieder? Ich kann ja richtig schnell schießen mittlerweile. Abwehrkraft hoch von Sora und Erfahrungsboost freigeschaltet. Schade, hätte ich das nun vorher schon gehabt. Das hätte ja nämlich ordentlich EP gebracht gerade. So, jetzt lädt es sich automatisch auf. Sehr cool. Oh nein, die Waffe ist klar. Abwehrkraft für Rufi, obwohl er nicht am Kampf teilnimmt, das ist ja Schummelei. Magiekraft von Donald hoch bei Level 10. Ach, Overdrive. Ja, hab ich da noch nicht dran gedacht. Geht nicht, ist ausgebraucht, warum auch immer. Geschafft. Feuerelement gelernt. The Keyblade. A truly marvelous weapon. Were it only in more capable hands. Show yourselves! Wie sind denn das? Es leben doch gar nicht mehr viele. Sechs, so viel leben doch niemals mehr. Wir haben noch viel mehr vernichtet. Axel, der Anführer, und dieser andere Typ. Ich dachte, es wären noch drei. Good, now we can settle this. What a shame. And here I thought we could be friends. Strap! Das war jetzt der kleinere von denen. What's the big idea? Oopsie daisy. Move! Now, do you think that's polite? Shutting me down like that? I said get out of the way! As if. You can talk all you want, but that won't change a thing. But we're gonna make you move. See, that would work if I were just any old dude. Except I'm not. I'm with the organization. Nothing any old about me. Huh. Tough talk for someone who stood on the sidelines while his nobody flunkies did the fighting. Oh dear. I think you got the wrong impression. You gonna cry? As if. Why don't I remind you how tough the crowd you're dealing with really is?
remind me. That's right. He used to give me that same exact look. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Gee, I just don't know. Ist doch Axel? Be a good boy now. Wait! Er war schon weg, als er gesprungen ist. That was weird. Who gave him the same look? You know, I think he was just trying to confuse you. Yeah, you're right. Only one me. The Hollow Bastion Restoration Committee honorary member. Wow! Huh? What's this? Gorsh, you think? Carla hat mir das Schlüsselloch gezeigt. Sehr genial. Oh, now I get it. That must have been the gate Yen Sid talked about. Oh, boy! Sorry to run, Leon. But other worlds are calling. Das ging schnell. Organization 13. They look tough. Be careful out there. See you soon. Ein Ansinnenbericht erhalten. Den 7. Soll ja auch ja nicht chronologisch anfangen. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart, unlike all of us here. He had better be, or else he's worthless. I truly hope he's enjoying himself on his adventure. Maybe he'd like a hand to determine his fate. Hey, as long as it works in our favor, we can let him do what he wants for now. Then we'll all jump in if needed. Those are bold words coming from you. Are you saying you'll volunteer to take care of it if things go wrong? Huh? What? Me? No, you have the wrong guy. I'm not comfortable with that. You act as though you have a conscience. When was the last time any one of us felt anything? Truer words were never spoken. Well, I suppose the fun will have to wait. Do you know what happens to those who lose their true purpose? Inevitably, they destroy themselves. Gentlemen. The hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Make sure it is one he will remember. Now go. Das ist schade, dass sie alle ihre Kapuzen wieder aufhaben. Jetzt weiß man erstmal gar nicht, wer das ist. Man hätte sich zwar den Sitzplatz merken können, aber... Wer tut das schon? So, wir haben eine Abzweigung. Oh nein! Hey, what happened to Twilight Town? It's gone!
Ich möchte aber gerne nochmal zu diesem Bahnhof gehen, weil den haben wir ja jetzt gar nicht erkunden können. Und wenn ich eins nicht mag, dann ist es unfertige Sachen. Melly, I'm back. So, und bevor, jetzt geht bestimmt gleich ein Kampf los. Ha, ich bin ins Menü gekommen, bevor es losging. Sora. Ach ja, Feuer haben wir ja noch gelernt. Okay, MP-Aufladung ist aber auch dafür an. Sehr seltsam. Und zwar Erfahrungsbuch. Achso, dazu muss ich low HP sein, damit ich das kriege. Nehme ich das wieder raus, dauern die Kämpfe länger. Habe ich aber wenig HP. Ach, ich warte mal ab. Items droppen aber schon ganz schön gut, finde ich. Ist jetzt schon das dritte oder der vierte Fenstersplitter, den ich erhalte. Wenn man bedenkt, dass ich noch keine Fähigkeiten drin habe, wodurch Items häufiger und auch seltenere fallen. Das ist voll der Noob-Schutz hier in der Stadt mit dem Kampfverteidigungssystem. So, jetzt lass da bitte noch was sein. Ich möchte hier nicht umsonst hingelaufen sein. Wohnte. Alter, wie weit konnten die dann bitte schon in der Videosequenz mit Leon gucken, wenn die bis rüber geschaut haben und sogar die Herzlosen auf dem Fuße der Klippe sehen konnten? Angriffskraft von Sora hoch. So, da hinten ist auf jeden Fall nochmal ein Puzzleteil. Ach genau, das wollte ich mir eigentlich neulich mal anzeigen. Zwiespaltteil. Das andere hieß Erwachen, also haben wir ein neues Puzzle. Aber gut, normalerweise wäre man ja jetzt auch gar nicht nochmal zurückgegangen, sondern erst später hier wiedergekommen. Hier ist jetzt vermutlich eh gleich Ende. Und wieder ein. Die hinterlassen also gerne Finstersplitter. Ich denke mal, das ist bei Herzlosen generell der Fall. Okay, hier ist das Tor noch zu, was zu diesem Pfad dann führt. So, ist hier noch was? Ne, ist nur die Abkürzung nach oben. Na gut. Haben wir wenigstens noch ein bisschen. Hey, da kommt ja wieder einer. EP bekommen und noch ein Puzzleteil. Ach, krass. Das schießt jetzt nicht mehr nach vorne Feuer, sondern macht einen Radius. Da gibt ja noch einer. Den ganzen Flacker und den drei Charakteren, die hier auch noch rumlaufen. Zwei. Muss man erstmal den Überblick behalten. Und wieder ein Fenstersplitter. Yeah. Manche Sachen haben sie aber auch so belassen. Und zwar wie Goofy rumflennt, wenn er getroffen wird. Na gut, dann sind wir vorher ja wirklich fertig mit Twilight Town. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte Weltkarte, ja. Muss man aufpassen, dass man nicht Titelbildschirm drückt.
Dann ist alles weg. Oder man speichert vorher, bevor man ins Weltall geht. Das habe ich jetzt zwar eh vor, aber ich hoffe, dass ich das auch aus dem Gummimenü kann. Ja, geht. So, wir haben zwei Welten und zwei Asteroidenpfade, die uns dahin bringen. Ich vermute mal, dass das Mulan sein wird. Und das ist das... Ach, da ist das Dings. Da ist eine Rose dahinter. Das ist das Schloss vom Biest. Aber gut. Ich werde hier erstmal speichern und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.